Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. Man findet sie in Liedern, in Filmen, in Gedichten und sie beflügelte Dichter und Denker. Heute reden wir über wohl eine der größten Bannister-Meilen, die es gibt. Love, love, love. Freut euch auf unsere ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Liebe. Viel Spaß! Your Bannister Mile, der Selbsthilfe-Podcast für dein Leben in Freiheit. Mit Clara, Lennart und Christian. Jawohl, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Your Bannister Mile. In Münster sitzt altbekannt, man muss es fast nicht wiederholen, die liebe Clara und der liebe Christian. Hallöchen. Schönen, was denn eigentlich, Tag. Morgen, Nacht, wo immer, wann immer das jemand hört. Was ich euch noch gar nicht gesagt habe, Christian und Clara, ist das Feedback von einem unserer lieben Zuhörer, dass wir nochmal erklären sollen, was eigentlich die Bannister Mile ist. Fällt mir gerade so ein. Okay. Und da ist die Frage, ob wir das nicht mal machen wollen. Weil durchaus, wenn Leute mal später reinkommen oder erst irgendwie später einschalten, das vielleicht gar nicht mal so klar ist. Wollt ihr das mal vielleicht ganz kurz übernehmen? Unbedingt. Klar. Also, möchtest du? Na bitte, bitte. Der gute Roger Bannister war ein Sportler. Ich glaube 1956 war es. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher mit der Jahreszahl. Der ist zum allerersten Mal die Meile unter wie viel war es? Vier Sekunden. Minuten. Gelaufen. Vier Minuten. Ja, vier Sekunden wäre ein bisschen krass. Also unter vier Minuten gelaufen. Und damals galt das als unmöglich, beziehungsweise man kann das zwar schaffen, aber danach stirbt man leider, weil der Körper das gar nicht aushalten kann. Und er hat sich aber damit beschäftigt, als Sportler, als Mediziner und hat sich gedacht, ach, ich versuche das trotzdem. Und ja, hat es halt geschafft und hat überlebt. Und war damit ein Riesenvorbild für ganz viele andere Sportler, die dann auch kurz danach das geschafft haben, die Meile unter vier Minuten zu laufen und sogar seinen Rekord noch überboten haben. Genau. Und deshalb haben wir diesen Podcast Your Bannister Mile genannt, weil wir hier mit Menschen sprechen oder Themen ansprechen, die inspirierend sind und von denen man vielleicht denken könnte, ah, das kann ich nicht schaffen oder das können nur Menschen, die besonders sind, die toller sind, die besser sind. Ja, ist aber nicht so, weil wir sprechen hier mit ganz normalen Menschen. Und die können trotzdem tolle Dinge schaffen, so wie du. Und, glaube ich, wichtig ist zu erwähnen, auch den energetischen oder quantenphysikalischen Aspekt dahinter, dass wenn einer einmal etwas geschafft hat, dass das auch quasi so wie eine Welle sich eigentlich ausbreitet im ganzen Universum und dementsprechend auch die Möglichkeit für andere schafft, es zu schaffen. Also wenn jemand sozusagen seine persönliche Story gemacht hat und da eine riesen Transformation durchgeführt hat, dann bietet diese individuelle Transformation auch immer die Möglichkeit oder verstärkt die Möglichkeit für andere, eine ebensolche Transformation zu schaffen. Ich glaube, das ist der essentielle Punkt dahinter. Gut ergänzt, danke, Typ. Bitte. Hast du noch was zu ergänzen, Lennart? Genau, also für mich geht es da um die Schallmauer im wahrsten Sinne des Wortes, dass man eine Schallmauer oder eine Mauer durchbrechen kann, durch die quasi der Roger Bannister gelaufen ist, die gebrochen ist und alle anderen sind hinterhergelaufen. Ich glaube, in dem Jahr schießt mich nicht fest oder nagelt mich nicht fest, aber es waren ungefähr 300, 350 Leute, die noch unter vier Minuten die Meile gelaufen sind und es galt davor halt einfach schlichtweg als tödlich. Und das ist halt, wie gesagt, das Sinnbild, was wir benutzen. Und deswegen, wie Clara schon meinte, einfach inspirierende Persönlichkeiten, Leute, ganz normale Menschen wie du und ich, die was schaffen, die was geschafft haben, was vielleicht unmöglich war. Jeder in seinem Feld, für den einen ist es, keine Ahnung, vielleicht Thema heute, wie finde ich Liebe, wie kann ich Liebe in mein Leben lassen, bis hin zu, wie mache ich Millionen oder wie kriege ich meine Depression weg. Für jeden ist ja die Bannister Mile was ganz anderes. Und das war der eine Satz, den ich noch hinzufügen wollte, der im Endeffekt 10 wurden. Na gut, also haben wir das gemacht, sind wir auf das Feedback der Zuhörer eingegangen. Sehr gut, Christian, du hast das letzte Mal gemacht, ich mache es diesmal, wir werden besser. cool. Thema heute. Ich habe es gerade schon ein bisschen angesprochen, Thema Liebe. Beschäftigt mich auch persönlich immer wieder aufs Neue, auf verschiedenen Ebenen. Ich habe da mit Clara privat so ein bisschen drüber gesprochen am Wochenende und fand das sehr inspirierend, was Clara da von sich gegeben hat. Vielleicht gebe ich einfach nochmal meinen Einblick in mein Liebesleben in jeder Hinsicht. Dann haben wir da vielleicht mal so einen Startpunkt, weil ich glaube, das ist ziemlich, viele haben das ähnlich so wie ich, weil ich da ganz normal bin. Und genau, also Liebesleben ist für mich grundsätzlich nicht nur Liebesleben auf einer
also Mann-Frau-Ebene oder Mann-Mann-Ebene oder Frau-Frau-Ebene, sondern im Allgemeinen Liebe zu Menschen oder zu dem, was man tut. Und das ist natürlich dann extremer, glaube ich, noch ausgedrückt in Beziehungen, wo man halt irgendwie dieses Liebesthema noch mehr fokussiert oder noch mehr irgendwie halt irgendwie getriggert wird und man ist damit noch mehr im Austausch oder wenn man eine Person hat, die man in Anführungszeichen jetzt lieben will oder lieben muss oder was auch immer. Und genau, und das ist so ein bisschen erstmal das Grundverständnis für mich von Liebe. Also ganz, ganz generell gesehen, überall in allem, was ich mache und speziell da, wo es dann halt getriggert wird in Beziehungen meistens mit wahrscheinlich einer Person. Und ja, Stand heute bei mir, ich glaube, ich habe da, habe ich dir mal gesagt, Clara, ein relativ verkorkstes Liebesleben. Einfach, weil ich nach wie vor durch die Depression, glaube ich, in meiner Wahrnehmung noch nicht so 100% viel fühle. Also einfach noch nicht so der super krasse Typ bin, was so im Daily Grind also die Emotionen angeht. Und auch was das Liebesleben zu Frauen angeht, bin ich da, glaube ich, auch tendenziell eher, auch, glaube ich, gar nicht besonders zu vielen Menschen, aber auch noch nicht so wirklich derjenige, der jetzt sagen kann, ich gebe ja Liebes-Advices. Von daher würde ich mich heute, bis auf das, was ich jetzt gerade gesagt habe, eher zurückziehen oder beschreibend und eher eurem Wisdom lauschen, weil ich glaube, dass ihr da sehr spannende Impulse habt, was das Thema angeht. Spannend. Ich muss zuvor was sagen. Ich glaube, dass also das Wort Liebe an sich, ja, weil bevor wir überhaupt zu reden beginnen, muss man das Wort Liebe mal an sich klären, weil ich glaube, dass wahrscheinlich die meisten, die uns jetzt zuhören, vielleicht spontan, wenn sie Liebe hören, einfach an eine romantische Liebe denken. Also ist meine Vermutung zumindest. Ja. Mhm. Und also dann haben wir das Thema Selbstliebe, ja, das ja eigentlich das Allerwichtigste und Allerschwerste ist. Und dann haben wir das, glaube ich, was du so beschrieben hast, Leonard, und was du, glaube ich, auch total gut drauf hast, so dieses wie man halt auf Menschen allgemein zugeht oder wie man auf Situationen allgemein zugeht. Ja? Also, dass man da halt mit offenen Herzen drauf zugeht. Und das ist für mich aber dann eher sowas wie unter diesem bisschen abgelutschten Wort Hashtag bedingungslose Liebe. Ja? Weil, wenn man jetzt eine Situation hat oder vielleicht auch ein Tier oder wenn du, ich weiß nicht, also dein Haustier oder wenn du stehst unter Sonnen, Aufgang beobachtest und so richtig in dir bist, ja, also das ist ja etwas, was keine Bedingung hat, also da hängt nichts dran. Und ich glaube, die romantische Liebe, die muss also nicht eine Bedingung dran haben, aber sie hat in, sagen wir mal, 99% der Fälle auf jeden Fall eine Bedingung dran, weil wir ja alle in eine romantische Beziehung wahnsinnig viel rein interpretieren und rein projizieren vor allem. Ja. Oder mit ganz vielen Erwartungen schon reingehen. Genau. Also ich meine, die klassische Sache ist, und ich glaube, das ist, ich hab einige sehr gute Freundinnen, also weibliche Freunde, ja, die ja auch jetzt so in meinem Alter oder ein bisschen jünger sind, also nicht mehr ganz so jung, und dementsprechend jetzt in die zweite Runde oder die dritte Runde, ich sage mal, was Beziehungen oder Ehen betrifft, sozusagen eingestiegen sind und natürlich findet da dieses klassische halt Dating statt und man trifft sich oder Online-Dating und so weiter und dann trifft man sich halt und schaut halt so und ein Feedback, was ich da dauernd bekomme und bekommen habe und bekomme, ist, ja, sag mir mal, Christian, was ist denn das? Also jetzt treffe ich mich mit dem und das ist total schön, ja, also so, man hat Abendessen, dann trifft man sich noch einmal und das geht eigentlich total rund, ja, und plötzlich höre ich nichts mehr von dem. Müssten da los. Ja? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass in den meisten Fällen Folgendes los ist, dass eben man etwas rein interpretiert, ja, oder rein projiziert in das Ganze und der andere das natürlich dann spürt und das sich halt nicht mehr so leicht und so easy und so entspannt und so frei anfühlt, sondern plötzlich so einen bestimmten Zwang bekommt. Und ich glaube vor allem, dass Männer in gewissem Alter, die vielleicht ein paar Erfahrungen gemacht haben, doch etwas scheu sind, was das betrifft, und dann gerne mal das Weite suchen, wenn es zu sowas kommt. Ja? Aber das geht natürlich in beide Richtungen, das ist keine Frage. Aber das war nur so ein Beispiel, das ich halt persönlich sehr, sehr stark kenne. Ja? Also das ist eben nicht freies, ja, nach dem Motto, ja, ich liebe dich oder ich empfinde was für dich und das ist aber total frei und du kannst machen, was du möchtest, sozusagen. Ja? Sondern es hat dann sehr schnell diese Projektion von,
Ja, also ich möchte mit dir sein, ich möchte mit dir wohnen, am besten heiraten und 3 Kinder haben, das ist ein bisschen übertrieben, ist ausgedrückt. Ja. Und wenn aber das Gegenüber da vielleicht jetzt nicht dazu imstande ist, dann funktioniert das nicht. Ich erinnere mich an meine erste Langzeitbeziehung mit einer wunderbaren Frau, mit der ich immer noch sehr gut befreundet bin. Ja. Ich glaube, dass es im Endeffekt unter Anführungszeichen daran gescheitert ist, oder es ist ja nicht gescheitert, sondern im Nachhinein waren wir ja beide eigentlich sehr froh, dass es so gekommen ist, weil sie glücklich ist, wo sie dann war und ich, wo ich war. Ja. Aber es waren einfach die Lebenskonzepte. Ja. Also ich glaube, sie wollte einfach viel, viel mehr das Ganze in so eine, ich sag mal, bürgerliche Form bringen, im Sinne von, ja, also gemeinsam wohnen, Haus haben wir schon, aber irgendwie halt richtig, so Haus bauen und Kinder und so weiter und so fort. Und ich war aber in der Phase, und ich war damals so 23, 24, ja, fuck, wo vollkommen woanders. Also ich war sehr committed, ja. Bin ich immer in Beziehungen, aber ich wollte die Welt sehen, ich wollte einfach ja, irgendwie so der Young Urban Couple einfach sein. Ja. Und das hat sich dann einfach so gerieben, dass dann Spannungen entstanden sind. Also das irgendwie, sag mal so, ich empfinde das immer so wie, es wird dann einfach alles sehr fest, also von diesem fluiden Status, wo es alles sehr, sehr sich easy bewegen kann, ja, und viel Freiraum hat, halt so einen sehr, sehr festen quasi zu einer sehr festen Energie. Und das ist natürlich nicht sehr angenehm. Ja? Und dann passieren halt Dinge, dass jetzt meistens irgendwie auseinander geht. Ja? Mhm. Nur mal jetzt das Einleitungsbeispiel. Ja? Ja, kannst du was sagen, Fräulein? Ich wollte irgendwie ein Beispiel sagen, dann habe ich es wieder vergessen. Aber es ging darum, dass wenn man "Ich liebe dich" sagt, dass die meisten Menschen das nicht sagen, weil sie es empfinden und einfach ausdrücken wollen, sondern weil sie warten, dass dann das erwidert wird. Also dass sie sich die Bestätigung holen, dass der andere sie auch liebt. Und ich glaube, das ist vor allem diese Erwartung, die Menschen immer wieder abhält. Weil wenn es nicht total frei ist und total geklärt ist und jeder macht, was er möchte, also ohne dass das heißt, man vögelt in alle Richtungen herum, sondern einfach, dass man frei ist in dem, was man denkt und was man tut, ich glaube, dann ist es von beiden Seiten aus immer schwierig, weil ich hatte das früher immer, wenn mir jemand gesagt hat, ich liebe dich, dann habe ich Stress gekriegt, weil ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich das erwidern, wollte es vielleicht aber in dem Moment gar nicht, weil ich es in dem Moment halt nicht so stark empfunden habe und es dementsprechend auch nicht äußern wollte. Und umgekehrt habe ich es oft auch verwendet und es gesagt, einerseits aus der Sorge heraus, dass irgendwas passiert. Also einer meiner Ex-Freunde hat mal gesagt, du sagst mir sogar, ich liebe dich, bevor du zum Klo gehst, was ist los mit dir? Also das war sowas Innerliches, glaube ich, dass ich dachte, ich muss nochmal gesagt haben, weil, keine Ahnung, vielleicht passiert mir was auf dem Klo oder so. Und andererseits habe ich es auch deshalb oft gesagt, weil ich mir selber unsicher war, ob ich gut genug war und dann einfach die Bestätigung mir holen wollte. Also es hatte dann nichts Freies. Und das musste ich zum Beispiel erstmal lernen. Mit Christian habe ich das gut lernen können, dass er gesagt hat, ich liebe dich, ist schon was sehr Großes. Also man muss sich nicht jeden Tag sagen, dass man sich liebt. Es reicht auch, wenn man sich sagt, ich mag dich oder ich habe dich lieb oder was weiß ich. Also er hat jetzt kein Beispiel dafür gesagt, aber für mich war das wichtig zu lernen. Es geht nicht darum, sich das jeden Tag ständig zu sagen, weil dadurch wird die Liebe nicht größer oder dadurch wird die Liebe nicht beständiger, sondern einfach wirklich in dem Moment, wenn man es fühlt. Und das muss nicht ständig sein, weil Gefühle nicht immer beständig sind. Ich glaube auch, ein wichtiger Aspekt ist, ich meine, das passt natürlich eigentlich alles nicht in eine Podcast-Folge rein, sondern circa 20 gefühlt, ist das Thema natürlich der Eltern, ja, also der Herkunft, der eigenen Herkunft in diesem Leben. Ja. Ich kann das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aus eigener Erfahrung, ja, dass alle meine Beziehungen, ja, so lange stark von meiner Beziehung zu meiner Mutter geprägt waren, bis ich das aufgelöst habe für mich. Und ich traue mich jetzt wetten, dass es für absolut jeden Menschen auf dem Planeten so ist. Ja. Also du kannst nicht die Beziehung zu deinen Eltern, Vater, Mutter und so weiter also einfach rausschalten und sagen, hat mit meinen Beziehungen, mit meinen romantischen Beziehungen nichts zu tun. Hat immer damit zu tun. Ja. Also ich meine, ich finde, man merkt es eigentlich also von den Standards irgendwie auch. Ja? Also was man vorgelebt bekommt als Kind. Ja, also es kann positiv und negativ sein, aber es ist auf jeden Fall nie frei davon. Und deswegen sind ja auch romantische Beziehungen in meinen Augen die absolut besten Accelerators, also Beschleuniger, also so Brandbeschleuniger, sage ich mal, um zu lernen in dem Leben. Also du kannst
eigentlich nirgends so schnell und so tief und so heftig lernen wie bei Beziehungen. Das kann ich bestätigen. Heftig. Ja. Ja, aber ist gut, weil dadurch hat sich viel aufgelöst, richtig? Richtig. Ja. Wie war es, wenn ich fragen darf, wie war es für euch beide, beziehungsweise für dich, Clara, du hast ja auch Beispiele gebracht im Telefonat, am Sonntag, also wie kam bei dir dieser Schritt, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt diesen Schritt in die, okay, Verpflichtung klingt wahrscheinlich wie so negativ, ich höre es gerade schon, aber in diese Vereinbarung mit Christian in die Beziehung, aus dieser Traumatisierung heraus, aus ich bin nicht beziehungsfähig und so weiter und so weiter. Mhm. Oder wie sieht euer Beziehungskonzept auch jetzt gerade aus? Das wäre auch spannend. Also ich meine, ich weiß, wie es formell ausschaut, aber wie ist es auf einer zwischenmenschlichen Ebene? Also in unserem Telefonat am Sonntag, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir genau gesprochen haben, aber ich versuche einfach deine Frage zu beantworten. Für mich war das Wichtigste dafür, dass ich mich auf Christian einlassen konnte, dass ich wusste, ich bin frei. Also ich hatte ja den Glaubenssatz, dass ich nie wieder eine Beziehung haben möchte, weil meine letzte Beziehung scheiße war. Deshalb habe ich überhaupt nicht an Beziehung gedacht, als ich Christian getroffen habe. Also ich wusste auch, der ist verheiratet, ich wusste, der lebt mit Frau und Kind, das kam für mich gar nicht in Frage. Oh, Entschuldigung. Fräulein Clara, du musst bitte jetzt dieses. Ich habe das ja gerade schon ausgemacht. Notification. Ich weiß nicht, warum das wieder so ist. Ich habe das ja schon weggemacht. Du kannst mal weiterreden und ich mache da was. Wir können es auch rausschneiden. Wir schneiden es raus. Geplinkt hat. Wie hast du das da als ein. Da, schau. Nicht stören. Ja, wiederhören. Danke und tschüss. Jetzt passt's. Also die Freiheit, genau, das war die Voraussetzung irgendwie, dass ich das konnte. Und es ist halt so von selber entstanden. Also es stand gar nicht im Raum, dass irgendwer von uns jetzt wahnsinnig verliebt ist und wir uns jetzt daten wollen, sondern der Kontakt war einfach schön. Und für mich war das ganz angenehm, auch wirklich von Christian zu hören. Es besteht kein Druck für irgendwas. Unsere Kommunikation ist wahnsinnig schön. So hat er es ausgedrückt und habe ich gesagt, finde ich auch. Also es hatte so einen gewissen Suchtfaktor irgendwie. Ich hatte ständig Lust, ihm was zu schreiben. Und es war oft so, dass wir gleichzeitig wach geworden sind, um uns was zu schreiben oder so. Also es ging sehr viel übers Schreiben am Anfang. Und dann hat er irgendwann gesagt, dass Kommunikation ja auch ins Körperliche übergehen kann. Und da habe ich erstmal gesagt, oh mein Gott. Aber es war die ganze Zeit so, dass ich wusste, ich bin da total frei. Also er hat auch gesagt, wenn wir uns tatsächlich irgendwann näher kommen werden, dann kommt das von deiner Seite aus. Weil ich wiege das Doppelte von dir, ich bin riesig groß, ich bin viel stärker als du. Also wenn, geht das von dir aus und ich gehe drauf ein, wenn es für mich passt oder auch nicht. Aber es war die ganze Zeit so eine Freiheit. Und das war für mich sehr erleichternd, weil ich wusste, es geht ihm nicht nur um Sex oder es geht ihm nicht nur darum, mich rumzukriegen oder es geht ihm nicht nur darum, jetzt die junge Frau aufzureißen, sondern es ist einfach eine Kommunikation. Und wir hätten auch 20 Jahre lang einfach nur noch weiter Textnachrichten schreiben. Wäre auch völlig in Ordnung gewesen. Also ich wusste, da hängt keine Erwartung dran, da hängt kein ich brauche dich dran, da hängt kein, mein Leben ist scheiße, ich hoffe, dass es sich jetzt bald ändert durch dich dran, sondern das ist einfach, er ist er, ich bin ich und wir beide sind frei in dem, was wir tun. Und wenn sich aus dieser Freiheit für uns beide irgendwas entwickelt, dann ist es schön und wenn nicht, ist es auch genauso in Ordnung. Und das war sehr angenehm. Ich glaube, der Unterschied ist, wie man Beziehungen halt reingeht, nicht? Also ist es sozusagen eine bewusste Wahl, die aus der Freiheit entsteht oder, wie du schon gesagt hast, ist es etwas, was man dann glaubt, was man tun muss. Ich meine, ich finde es immer wieder so faszinierend, ja. Also wenn man irgendwie einen amerikanischen Film anschaut und meine amerikanischen Freunde haben mir das ja bestätigt, ja. Also, das mit diesen Daten, ja. Also, wenn du dreimal ein Date hast, ja, dann hast du jetzt Sex danach und wie auch immer, ja. Und das, also diese ganz klaren Regeln, ja. Also, ich bin eigentlich ein großer Fan von bestimmten, Umgehen miteinander von bestimmten Bräuchen, also was jetzt Respekt und Höflichkeit betrifft, ja. Aber sowas finde ich eher krass, weil das bedeutet doch, jeder weiß, du gehst aufs erste Date, ja, dann weiß jeder, dann gehst du aufs zweite Date und dann weiß jeder in den Staaten, ja, das dritte Date bedeutet, dass du nach dem Abendessen Sex hast. Und ich meine, der Druck, ich möchte mir den Druck gar nicht vorstellen, wie krass das ist. Weil was ist denn, wenn es ich weiß nicht, schon nach dem ersten Mal so funkt und sprüht, ja, dass man das halt macht. Ja. Oder was ist, wenn man aber eine schöne wochenlange Zeit genießen möchte mit Kommunikation und schauen, wohin das Ganze sich bewegt. Ja, ja, sehr schön. Ich glaube, auch in Deutschland oder in Europa nicht ganz so krass mit diesen drei Dates. Ne? Ja, aber ich durch Tinder und die ganzen Dating-Apps müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden, aber auch sehr stark in diese Richtung gegangen, dass man sich halt schon also dass
das schon alles sehr instrumentalisiert wurde und sehr technisch alles geworden ist, ne? Also in jeder Hinsicht. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Was ist für dich romantische Liebe, Christian? Das habe ich nicht so ganz. Also ist es das, was wir vorgespielt bekommen aus Hollywood-Filmen, Eat, Pray, Love und so weiter und so weiter? Was ist das für dich? Und ja, Eat, Pray, Love wäre jetzt für mich ein positiveres Beispiel eigentlich. Wenn du den Film meinst, oder? Du meinst den Film? Ja. Das Buch, ja. Also die lachen jetzt gerade, weil meine Haare so komisch zu Berge stehen. Ne? Also ich meine, romantische Liebe, ich glaube, ist wirklich das, was wir aus diesen Hollywood-Filmen prinzipiell so vorgespielt bekommen. Weil es ist ja auch so, ich glaube, das ist ja etwas, was so viele, also diese Moral, die da reinkommt, ist meiner Meinung nach das Riesenproblem. Ja? Weil ich bin auch wieder davon überzeugt, dass die meisten, die uns jetzt zuhören, wenn ich denen jetzt sage, es ist ja ganz normal, dass man auch für andere Menschen Gefühle haben kann, ja, dann werden die zum allergrößten Teil innerlich eine Stimme haben und sagen, nein, das geht nicht. Weil das ist also schon allein, wenn du das hast, dann bist du schon quasi auf der Ebene Betrug und so weiter und unterwegs. Ja. Es ist aber so. Ja, es ist aber so und es gibt überhaupt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der nur für eine Person Gefühle haben kann. Das ist vollkommen unmöglich. Und das äußert sich schon einmal darin, dass du, wenn du ein Baby hast zum Beispiel, also es gibt natürlich so gut wie niemanden, der nicht ultimativ in sein Baby verliebt ist. Ja? Also das ist einfach, das macht die Natur so. Ja? Man hat zu seinen Eltern oft, wenn es eine ganz krasse Beziehung ist, einfach ein sehr offener Herzkanal, wenn du so möchtest. Nennen wir es mal so. Ja? Man hat zu Freunden, also wo es geht um Sex geht zu einem Freund, also ich meine, wenn ihr denkt, mein lieber alter Freund Marco, ja, ich meine, ja, also ich absolut kann nicht sagen, dass ich den liebe, ja, das kann ich absolut so sagen, also das fühlt sich sehr ähnlich an wie mit der Clara, ja, von diesem Herzkanal her, ja, also dir gegenüber, Lennart, ja, also das ist, fühlt sich irgendwie so ähnlich an, ja, und trotzdem sind wir jetzt in keiner romantischen Beziehung, ja, also das ist, ich glaube, da sind so viele Glaubenssätze oder Ängste da oben, dass da viele Menschen wahnsinnig viel versäumen, anstatt sich einfach darauf einzulassen. Ja? Und es ist ja auch gesellschaftlich so, dass das in den Köpfen das so verankert ist, dass man ich liebe dich nur zum Partner sagt. Also nur in besonderen romantischen, schönen Momenten, vor dem Sex, nach dem Sex, beim romantischen Dinner, also dass man das einfach nicht so verwendet, dass es auch anderen Menschen gegönnt ist sozusagen. Und ich merke das sogar bei mir noch. Mir hat das nämlich letztens eine ganz nette Freundin gesagt und hat einfach ein Audio auf mein Handy gesprochen und gesagt, irgendwie liebe ich dich ja schon. Also wir kennen uns noch nicht so lange. Und dann habe ich erstmal gedacht, so, okay, komische Wortwahl. Und dann dachte ich, aber nee, es ist aber gar keine komische Wortwahl, weil wenn ich da reinfühle, dann passt es einfach. Also in dem Moment hat sie es so empfunden, deshalb hat sie es einfach so gesagt. Und ob ich jetzt sage, ich habe dich lieb oder ich liebe dich, wenn sich das Gefühl einfach nach Liebe anfühlt, ist das für mich kein Unterschied, weil ich es einfach so empfinde. Deshalb finde ich es schön, es dann auch so zu sagen. Ja, und Liebe ist ja, also ich würde es absurd finden, wenn irgendwer behauptet, das kann man nur für den sozusagen romantischen Sexualpartner sozusagen empfinden. Ja, warum denn? Ja? Also ich meine, also ich treffe doch, ich habe in meinem Leben schon oft einmal auf irgendeiner Party oder in der U-Bahn, ja, oder ich kam rein in London einmal, bin ich vom Flughafen mit dem Bus, es war in Stansted, bin ich mit dem Bus reingefahren, ja, und es war ein einziger Platz noch frei und da ist eine Frau gesessen, ja, so mein Alter circa, ein bisschen jünger, glaube ich, ja, Spanierin, ja, und es war unglaublich, diese Kommunikation, die wir in diesen 45 Minuten dann nach Liverpool Street gehabt haben. Ja. Und Faktum ist, ich bin mit der immer noch in Kontakt. Ja. Und ich sage einmal so, ich glaube, dass wir beide diese Wahl hätten treffen können, in dem Moment in eine romantische Beziehung einzusteigen. Und ich glaube, dass auch diese Möglichkeit der Wahl heute noch bestehen würde, würde man das wählen. Ja. Also das ist ja auch so, dass man ja nicht getrieben wird und der Zombie ist von seinen Gefühlen, sondern ich kann ja sagen, ich empfinde jetzt für diesen Menschen lass uns das Herzkanal nennen, ja, der ist einfach offen, so, und das bedeutet ja nicht, dass ich mit jedem, mit dem ich das habe, jetzt sofort ins Bett springen muss, ja, weil vielleicht ist das einfach gar nicht das, was angesagt ist, vielleicht
ist das gar nicht, was im Moment angesagt ist. Oder ist ja vollkommen egal. Im Moment kann ich immer eine Wahl treffen damit. Okay. Aber mal das aber abzutöten, quasi zu stoppen, ist einfach nur krank, weil das ist ja etwas, was einfach besteht, ja, und was ja niemand in dem Sinn kontrollieren kann und auch soll. Und dazu möchte ich ergänzen, dass es da auch viel um Besitzen geht, und das hat mir auch nochmal erleichtert, die Beziehung mit Christian zu wählen oder einfach dieses Sein mit Christian zu wählen, weil ich wusste, wenn wir in dieser Beziehung sind, heißt es nicht, dass ich irgendwas tun muss, was ich sonst nicht tue, oder dass ich irgendwas sagen oder sein muss, was ich nicht bin oder was ich nicht sagen möchte, sondern ich wusste, ich bin immer noch ich. Und ich habe gewählt, mit Christian zu sein. Das macht uns aber nicht zu einem Wir, das dann fremdbestimmt wird, sondern ich bin immer noch ich. Und kein Mensch hat das Recht, mir zu sagen, was ich mache. Auch wenn ich sage, ich bin jetzt im Commitment und bin jetzt in dieser Beziehung. Und das war für mich ganz wichtig, weil ich das auch anders erfahren habe, dass es oft dann so war, dass die Menschen sich so an mich dran geklammert haben oder gesagt haben, endlich kann ich Lebensfreude empfinden, endlich bist du da. Und das hat mir immer das Gefühl gegeben, ich werde jetzt so vereinnahmt. Und das wollte ich nicht. Ich wollte trotzdem noch ich mit meiner Freiheit sein. Und Commitment ist also ein ganz spannendes Wort. Also ich finde die total wichtig. Und man sollte vielleicht auch definieren, was das eigentlich ist. Ja, weil ist im Commitment das, was man zwangsläufig darunter versteht, also die ewige Treue sozusagen und ewig, also es ist ewig jetzt so, wie es jetzt ist, ja? Oder ist Commitment das Commitment zur absoluten Offenheit und Ehrlichkeit, ja. Das wäre mein Commitment, ja, weil ich weiß ja nicht, was morgen, übermorgen, in einem Monat, in 3 Jahren, in 5 Jahren passiert, ja. Und ich weiß aber, dass ich das Commitment habe, was immer auch passiert oder was immer in mir vorgeht, zu teilen und dem anderen eine Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren und in diesem Prozess dabei zu sein. Also ein ganz wichtiges Thema bei der romantischen Liebe ist ja das Thema A, er, sie, es. Er betrügt mich oder geht fremd, wie man so schön sagt. Ja. Ich habe immer gefragt, wie man nicht fremd gehen kann. Das würde bedeuten, dass man von sich selber weggeht. Also tut man vielleicht also manchmal in so einer Situation, aber dann passt es vielleicht. Aber also meine Erfahrung ist auch, und das kann ich ja auch als eigene Erfahrung sagen, ja, also ich habe immer, wenn es zu solchen Situationen potenziell kam, mit meiner jeweiligen Partnerin, ganz offen darüber gesprochen, also bevor das passiert ist, nicht nachher, ja, und einfach gesagt, was da abgeht. Und dann hat ja der andere nämlich dann noch die Möglichkeit drauf, eben zu reagieren, oder es entsteht daraus ein total schöner Prozess, wo man bestimmte Dinge einfach drauf kommt. Ja. Also Commitment finde ich immer, dass man jemandem gesagt hat, du, ich teile mit dir etwas, ich bin mit dir in einer, also auch wenn ich jetzt, wie die Clara sagt, quasi immer noch ich bin und selbstständig bin, ja, und frei und selbstbestimmt bin ich ja trotzdem, wenn man dieses Commitment eingeht, entsteht ja auch ein bestimmtes Wir. Ja. Und ich glaube, dieses Wir verdient es sich, oder, ja, dass man da offen ist miteinander. Aber das ist es aber dann schon, ja, nicht mehr. Und als ich dir das am Telefon erzählt habe, Lennart, hast du es ja, glaube ich, im ersten Moment so verstanden, dass wir eine komplett offene Beziehung führen, oder? Weil du meintest dann, das wäre nichts für dich, so eine Beziehung advanced, das ist irgendwie schräg oder das ist irgendwie zweite Stufe, da so weit bist du noch nicht. Nee, ich habe es nicht als offene Beziehung empfunden, aber ich habe es schon als, wie du es gerade gesagt hast, als advanced Beziehung in Anführungszeichen beschrieben, weil ich meine auch das Commitment zur Offenheit, ich meine, das habe ich gerade aufgeschrieben, weil ich was gelernt heute, das ist genial, weil ich im Endeffekt mitteilen und wie gesagt loslassen und dann in den Austausch zu gehen, das ist vollkommen geil. Also glaube ich, benötigt viel Mut, Training, was auch immer. Weil ich glaube, es ist schon eine Riesenhürde, aber ich glaube, dass es extremst cooles Ding sein kann. Ne? Also weil dadurch halt wirklich Offenheit und Austausch entstehen kann und auch wirklich halt irgendwie eine Verbindung. Ne? Aber ich habe das eher so bezogen, Clara, als dass ich glaube, dass es nicht viele so leben, wie ihr das quasi formuliert für euch. Und das, die Frage, die ich auch habe, lustigerweise gerade bei dir, als du das gesagt hast, Christian, mit dem Wir habe ich Fear verstanden. Und habe total so ja, zugestimmt, so, ja, da steht sicherlich Vier. Voll auf Stimme. Und das ist schon ein Thema, weil also ich zum Beispiel bei mir, also ich weiß nicht genau, ob das aus dem Ego noch rauskommt, aber ich denke mir dann so, okay, auf wen willst du dich dann verlassen? Also wenn du dann halt irgendwie, wenn du sagst, ja, ich, also wie gesagt, also wir sind jetzt im Moment sind wir zusammen, also jetzt quasi aus dem jetzigen Moment heraus sind wir zusammen, das fühlt sich gut an, aber was in einem Monat ist, weiß ich nicht. Also da denke ich mir so, puh, alles klar, na gut, das ist natürlich schon kacke irgendwie. Ne? Ja, aber,
Da geht es aber um was Energetisches, Leonard, weil es gibt ja viele Menschen, die sagen diesen Satz, ja, und meinen damit oder kreieren sich damit eine Hintertüre, die immer offen ist. Das meine ich oder wir überhaupt nicht. Ich habe bei der Clara keine Hintertüre. Es gibt für mich keine Hintertüre, weil ich brauche keine Hintertüre, weil ich ja bei der Vordertüre mit ihr ganz klar und offen reden kann. Also brauche ich auch keine Hintertüre, sozusagen meinen Secret Space, wo ich dann da rausflutsche, ja, und dann meine Sachen so mache, ja, sondern ich kann es ja im Licht, also im Offenen nach vorn machen, ja. Ich meine, ich habe ja mal in meinem Leben schon eine echte sozusagen Dreierbeziehung gelebt, ja, und kann sagen, dass das absolut funktioniert. Also für mich hat das insofern absolut funktioniert, weil ich zu beiden Frauen in dem Fall war das, ja, wirklich total, also ja, ich habe die beide geliebt, wenn du so möchtest, ja, und du es eigentlich immer noch, das ist aber ein anderes Thema, was ich gleich noch einmal erklären werde, warum ich das sage, ja, aber, also ich finde das eigentlich nicht, ich finde das eigentlich nicht schwierig, ja, es gibt ja, was ist, auf Netflix dieses You, Me, Her, ja, sehr zu empfehlen, weil es quasi erwachsene Kommunikation darstellt. Also auch wenn es genau um dieses Thema geht, also um diese Polyamorie, ja, aber es geht eigentlich um die Kommunikation und wie man erwachsene Dialoge führen kann. Also echt ziemlich spannend, finde ich, sehr zu empfehlen für unsere Zuhörer und Innen, die das jetzt da ein bisschen noch mehr darüber wissen wollen, weil es sehr humorig die Probleme darstellt, die man da so hat, mit Ego, mit Eifersucht und überhaupt. Ja. Das ist so ein Thema. Nicht? Aber es ist irgendwie, also für mich ist es auch so, dass ich sage, also wenn ich jemanden eigentlich so richtig total liebe und in dem Sinne auch nicht festhalte, sondern frei lassen kann, ja, dann kann ich eigentlich kein Problem damit haben, dass der oder diejenige das tut, was er oder sie will und was für ihn oder für sie richtig ist in dem Moment. Ja? Mhm. Weil alles andere ist ja dann Besitz. Also meine Regel war immer, ja, in Beziehungen, ich habe keinen Bock drauf, wenn jemand hinter meinem Rücken irgendwas Großartiges macht, mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, weil ich mir nicht bestimmte Energien in mein Leben reinziehen möchte. Ja? Also das ist so ein bisschen ein Thema von mir, weil ich sage, wenn es alles in der Open ist, dann kann ich mit diesen Energien umgehen. Aber wenn jetzt jemand irgendwas macht, ja, also es geht aber nicht einmal um Sex nur, das geht auch sogar, ich weiß nicht, also ich habe das auch erlebt, dass Ex von mir einfach eine Freundin zum Beispiel hatte, die einfach extrem also schädlich war für energetisch, ja, und ich habe dann auch immer diese Energie abbekommen über meine Ex, ja, und konnte das irgendwie nicht, natürlich in dem Sinne nicht kontrollieren. Ich konnte dann einfach nur sagen, so, dann war es das, weil ich möchte mit diesen Energien nichts zu tun haben. Also das sind für mich eher die Themen als jetzt irgend so die konventionellen Themen. Und ich möchte noch ergänzen, weil ich glaube, dass das auch wichtig ist für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörende, um die, wie sagt man, diverse Menschen zu beachten. Und für mich auch, Clara. Ich finde mich auch ganz wichtig. Ich bin ja gerade der größte Listener hier. Dass, als Christian gesagt hat, dass er die beiden immer noch liebt, hat das mit mir nichts gemacht. Also ich habe nicht gedacht, oh mein Gott, er hat seine Liebe nicht alleine für mich, sondern er liebt auch noch andere Menschen. Sondern, also ich finde das eher schön, dass jemand das so frei sagen kann, dass er sagt, okay, ich war ja mit diesen Menschen zusammen, weil irgendwas uns zusammengebracht hat. Ich muss sie jetzt nicht hassen, sondern ich kann immer noch Liebe für die empfinden, sonst wäre ich ja nicht mit denen zusammen gewesen. Das ist, also ich würde es sogar noch extremer ausdrücken. Ich würde sagen, ich finde es vollkommen absurd, dass wenn man mit jemandem zusammen ist und dann mit dem niemand zusammen ist, dann plötzlich aufhört zu lieben. Wie soll denn das funktionieren? Also das habe ich immer gefragt. Also wenn ich habe in meinem Leben jetzt nicht so viele Beziehungen gehabt, aber die ich hatte, waren immer also authentisch im Sinne, dass ich das wirklich wollte und mich total darauf eingelassen habe. Ja. Und ich kann sagen, dass jede einzelne Frau liebe ich nach wie vor noch wie am ersten Tag. Ja, weil dieser, also ich wähle es, ja, vor allem mit bestimmten von denen, ja, keinen Kontakt mehr zu haben, weil es mir einfach nicht gut tut und weil das irgendwie alles ein bisschen komisch war. Ja. Sozusagen auf dieser inneren Ebene, auf dieser Seelenebene oder wie immer man das bezeichnen möchte, da, warum soll sich da was ändern? Ja, also das, was das Ego des Menschen macht, dass dann eine Beziehung verunmöglicht wird, wenn man sich vielleicht dauernd streitet oder sonstige komische Dinge passieren, ja, heißt ja nicht, dass auf dieser spirituellen, auf dieser Seelenebene deswegen irgendwas anderes ist. Mhm.
Und das ist auch interessant, was du gerade gesagt hast, weil bei mir war das nämlich anders. Ich empfinde nicht für meine Partner, ich hatte auch nicht sehr viele, noch für jeden Liebe, weil es nämlich genau der Unterschied ist zu dem, was Christian gesagt hat, weil es nicht immer von beiden Seiten ganz flowy war und ganz gut war, sondern weil es bei mir häufig so war, dass ich gemerkt habe, jemand anderes hat Interesse und habe ich mich einfach drauf eingelassen, weil ich dachte, jo, okay, warum nicht, kann was draus entstehen. Und es gibt tatsächlich eine Person noch, für die ich Liebe empfinde und bei dem Rest denke ich, ja, also ich wünsche dir ein gutes Leben, aber ja, einer Person wünsche ich kein gutes Leben, wenn man das so sagen kann. Das hört sich jetzt doch, wünsche trotzdem. Wünsche ich, okay, wünsche ich trotzdem. Ich empfinde nur noch Liebe für eine Person, weil das tatsächlich einfach was sehr Freies und sehr Schönes war. Und das heißt nicht, dass meine anderen Beziehungen alle blöd waren, sondern einfach, dass es eben nicht diese Freiheit und diese schöne Kommunikation hatte, wie diese eine, die ich noch so stark in meinem Herzen habe. Aber da ist ja wieder das Thema, warum geht man in eine Beziehung rein? Ja? Mhm. Und also ich habe natürlich auch, wie ich schon gesagt habe am Anfang, also haben Beziehungen davor mich schon, also meine Beziehungen schon geprägt über die Beziehung von meiner Mutter und so weiter und was ich da, also für so bestimmte Verhaltensweisen einfach, ja. Also so, dass ich mir zum Beispiel auch wahnsinnig viel habe gefallen lassen, wenn du so möchtest, weil ich das bei meiner Mutter auch viele Jahre getan habe, ja. Und diese Dinge, und dann kommt der Frust und das ganze Thema halt da rundherum. Und trotzdem habe ich eben, also alle Beziehungen, die ich geführt habe, das war eine total bewusste Wahl und die waren alle tief. Ja, und dementsprechend, glaube ich, habe ich eben, also ich habe kein einziges Mal eine Beziehung geführt, die ich nicht führen wollte, wo man gedacht hat, naja, schauen wir mal. Also meine Aussage, also wenn jetzt zu mir jemand kommt, zum Coaching zum Beispiel, und jemand sagt zu mir, schauen wir mal zu einer Beziehung, dann würde ich dem sagen, ja, forget it. Ja, also warum tust du das denn? Was ist denn der Sinn dahinter? Das schauen wir mal, ja. Es sei denn, jemand sagt, du, das fühlt sich mit dem gut an, Sex zu haben und so. Ja, dann sage ich, why not? Ja, weil auch sozusagen der körperliche Aspekt, der wird ja auch meiner Meinung nach auf der einen Seite zu hoch bewertet und auf der anderen Seite zu unterbewertet, weil ich finde schon, dass das, also man mischt sich da energetisch schon mit demjenigen, mit dem man Sex hat, ja. Aber die moralische Bewertung dessen finde ich viel zu hoch, ja. Weil, wenn ich wähle, ja, mich mit diesem Menschen auszutauschen, dann wähle ich mich mit dem auszutauschen. Wenn es mir gut tut, dann tut es mir gut. Und dann bedeutet das überhaupt nicht, dass ich deswegen eine Beziehung führen muss, ja. Also, ich finde einfach, es gibt so unendlich viele Varianten von Beziehungen, und jede hat seine Berechtigung. Aber die Varianten ist weiblich. Jede hat ihre Berechtigung. Und da sollte man eben möglichst schauen, nicht in irgendwelche gesellschaftlichen Konventionen stecken zu bleiben. Ihr habt jetzt beide das ein bisschen erwähnt, du Clara, als du gesagt hast, dass du nicht jede Beziehung mehr oder weniger in Liebe irgendwie ertrunken hast. Und du Christian, dass man eigentlich, also forget it, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, in eine Beziehung rein. Das ist nur meine Sicht. Ja, also naja, das ist, ja klar, natürlich. Aber Frage ist da, weil ich glaube, auch das wieder ist ein relativ, also machen, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen, also zum Teil sicherlich auch bewusst, weil sie irgendwie Angst haben, allein zu sein und so weiter und so weiter, ne? Ich glaube, das machen sehr, sehr viele, also sehr viele Menschen. Frage ist aber so ein Stück weit, was hat das mit dir gemacht, Clara, als du in diesen Beziehungen warst, wo du tendenziell eher wusstest, okay, ich liebe die Person auf keiner Seelenebene, keiner Ego-Ebene, keine Ahnung, also da ist eigentlich gar nichts, aber ich bin einfach gerade nur mit der Person, weil es gerade passt oder weil sie irgendwie da ist oder was auch immer. Was hat es mit dir gemacht und was würdest du Leuten empfehlen, die vielleicht auch gerade in ähnlichen Situationen sind? Also ich meinte, dass mit dem Liebeempfinden jetzt eher im Nachhinein betrachtet, also dass ich die Person nicht so stark in meinem Herzen jetzt noch trage, dass ich jetzt noch Liebe empfinde, außer die kleine. In dem Moment hat sich das einfach, hat sich nicht unbedingt nach Liebe angefühlt, sondern eher nach so einem Gefühl von Geborgenheit und es ist vertraut und es ist schön gemeinsam und man erzählt sich was Schönes. Also auch durchs Reden bin ich ja Menschen sehr nahe gekommen immer. Also es war jetzt nicht so, dass ich mit jedem sofort ins Bett gegangen bin, sondern erstmal redet man ja miteinander, also ich zumindest. Und das war einfach sehr, ja, irgendwie intim, vertraut, hat sich dann gut angefühlt, das weiterzuführen. Was ich jemandem raten würde, also für mich hat es einfach in dem Moment gepasst. Also ich hatte ja sowieso Probleme, mich zu committen. Ich habe dann auch gesagt, ich fühle mich gar nicht richtig beziehungsfähig, weil ich habe gar keine guten Erfahrungen mit Beziehungen und mir geht es auch nicht gut. Also ich habe das immer offen angesprochen. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt gerade das allertollste Leben führt und dem es jetzt wahnsinnig gut geht jeden Tag. Deshalb kann ich dir nicht sagen, dass ich
ja, jeden Tag Lust habe, dich zu sehen oder dass ich jeden Tag irgendwelche Gefühle für dich empfinde. Und also das war mir wichtig, das einfach von vornherein zu sagen. Und ich glaube, durch diese Offenheit konnte dann was entstehen. Aber ja, mir ging es ja einfach nicht gut. Ich glaube, dass mit Christian die erste Beziehung ist, die, wo ich jetzt sagen kann, jetzt habe ich richtiges Commitment, weil ja, weil ich einfach weiß, ich bin jetzt in mir. Und jetzt hast du unterschrieben, nicht auch? Ja, also, ja, das habe ich jetzt auch unterschrieben, genau. Jetzt fühle ich mich natürlich noch mehr verpflichtet durch die Hochzeit, dass ich immer einhalten muss. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Thema, Hochzeit, ja? Hochzeit. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne. Ich kenne erschreckend viele, die 5 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre zusammen waren, dann aus irgendeinem nicht nachzuvollziehenden Grund geheiratet haben plötzlich und sich ein halbes Jahr bis Jahr später getrennt haben. Mhm. Und ich glaube, das ist deswegen, weil auch auf dem Thema Ehe, ja, so viel Ladung oben ist und so viel Gedanken und so viel im metamorphischen Feld da abgespeichert ist, dass wenn man das wirklich sich darauf einlässt, ja, ist einer einfach jemanden zerfetzt. Ja. Und ich habe das ja jetzt schon 2-mal erlebt, ja, also 2 Ehen sozusagen. Und ich muss sagen, ich glaube, die Marie sagt das auch, also wenn ich sie frage, ja, es hat sich eigentlich überhaupt nichts geändert in unserer Beziehung, wie wir verheiratet waren oder wie wir dann nicht mehr verheiratet waren. Ja, also es war eigentlich immer das Gleiche. Ich glaube, wir uns aber auch, also wir damit mit diesem Begriff und mit dieser Institution auch nicht in Resonanz gegangen sind. Mhm. Und immer genauso finde ich es jetzt. Also ich sehe da keinen Unterschied. Also es hat sich, ich weiß nicht, in unserer Beziehung, oder überhaupt null, also 0,0 verändert, mhm, nur weil wir jetzt verheiratet sind. Aber ja, wir haben auch bewusst darauf geachtet, diese Triggerwörter und dieses, was die Energie eng macht, wegzulassen. Also wir haben uns nicht ewige Treue geschworen und wir haben uns keinen Ring angesetzt, der immer verbunden ist und der nie getrennt wird. Stimmt, das haben wir mit der Marie immer nicht gemacht. Und wir haben nicht gesagt, erst wenn der Tod uns scheidet, ist es vorbei. Und wir haben nicht gesagt, wir schwören vor Gott, sondern wir haben einfach gesagt, okay, es passt, dankeschön. Die Standesbeamtin war ein bisschen verwirrt, dass wir halt auf diese ganzen Sachen keinen Wert legen oder es bewusst nicht haben wollen. Sie war sehr hübsch und hat rote Haare gehabt. Das habe ich super gefunden. Blond, oder? Nein, so rotblond. Okay, echt cool. Ja, und das, aber ich glaube, dass das wirklich das ist, was es leicht gemacht hat. Oder was vielleicht auch dazu führt, dass es nicht jetzt Stress gibt. Deshalb. Weil wir uns eben nicht für immer und ewig verpflichtet haben, weil es gar nicht geht. Ich kann Christian nicht versprechen, für immer bei ihm zu bleiben, weil ich nicht weiß, was er macht. Das heißt, ich kann mein Versprechen gar nicht halten, weil ich kann nicht beeinflussen, was er tut. Ja. Also 2 Sachen dazu. Das war so, das erste Mal finde ich, also ich rate jedem und jeder, die das jetzt hören, dringend davon ab, wenn sie heiraten, dieses Wort, bis dass der Tod euch scheidet, zu gebrauchen oder diese Phrase. Also einen total simplen Grund, weil wir sterben nämlich nicht. Also, nicht? Also wir sind ja unsterblich, also der Körper stirbt zwar in dem Leben, aber wir als Wesen sterben ja nicht. Ja? Das heißt, du versprichst etwas auch wirklich auf alle Ewigkeiten. Und die Energie, die musst du erst einmal aushalten. Also das musst du erst einmal runterbringen auf 3D, dass du das stemmst. Das ist einmal die eine Sache. Und die andere Sache war total spannend. Also mit der Marie haben wir diesen ähnlichen Prozess gehabt. Also ich habe gesagt, wir wollen es überhaupt nicht so klassisch und Kirche und Ring und weißes Kleid und so weiter. Ja. Und es war faszinierend, was diese Wahl von uns ausgelöst hat, vor allem bei ihrer Familie, weil sie kommt aus einer sehr, also ich sag mal, großbürgerlichen, französischen, ja, Akademiker, Bourgeois, wie man so schön sagt, Familie, ja, also wo halt so richtig alles katholisch und so ist, wie sie es halt noch gehört. Ja. Und es war faszinierend, was für Diskussionen ein rotes Kleid auslösen kann und was für Diskussionen kein Ring auslösen kann. Ja? Mhm. Also es ging so weit, dass ihre Mutter vor allem, die ich also eigentlich wahnsinnig schätze, ja, nach wie vor, ja, aber also die Marie musste quasi eine Ansage machen und sagen, so, entweder ihr hört jetzt mit dem Scheiß auf oder wir heiraten zu zweit allein am Berg und niemand wird dabei sein. Ja, mhm. Ja, und das sind aber total intelligente, also sehr, sehr liebe, ja, und offene Menschen. Und trotzdem hat das so viel getriggert, dass wir das einfach total anders gemacht haben. Wir haben 2 Tage festgemacht mit ganz viel Musik, ja, und mit ganz viel Feiern und ohne Kirche und ohne Ring und eben rotes Kleid. So. Und das war eine unglaubliche Challenge. Also auch in Familiengesprächen, beiden Familien von ihr, also Vater und Mutter, riesen Thema, ja, über Wochen und Monate. Dann, wie sie alle da waren dann und das gesehen haben, waren sie alle ganz begeistert und haben gesagt, ja, so müssen wir das auch machen. Ja? Aber davor war das eine Riesen-Challenge.
Ja, und bevor ich das vergesse, muss ich jetzt noch kurz was sagen, weil ich habe deine Fragen von vorhin noch nicht beantwortet. Du hast gefragt, was ich den Leuten raten würde. Und ich beziehe das jetzt auf was, was Christian auch vorher gesagt hat. Also ich rate den Menschen, dass sie im Moment sind, aber nicht so kacke im Moment, dass sie sich denken, ich habe jetzt Bock auf Sex und danach werde ich mich nie wieder melden, sondern im Moment sein mit dem Hintergrund, dass es ein bestimmtes Commitment gibt. Also wenn ich schon weiß, ich will nur einmal Sex haben und den Menschen dann nie wieder sehen, dann sage ich das auch. Und wenn ich weiß, ich reise nächstes Jahr, weiß ich nicht, für 5 Jahre auf eine Kreuzfahrt, dann sage ich das auch. Weil ich weiß es ja schon. Also wenn ich innerlich etwas weiß, dann kann ich dem anderen das mitteilen. Und was der andere in dem Moment damit anfängt, das muss ich dann akzeptieren. Also ich finde Manipulation in jeder Hinsicht schädlich für dich selber und für den anderen. Und trotzdem kann ich aber im Moment sein. Also ich wusste nicht, ob ich Lust habe, Christian mein ganzes Leben lang zu sehen. Aber ich wusste, okay, wenn ich mich auf ihn einlasse, dann lasse ich mich auf ihn ein. Und das heißt nicht, dass ich nächste Woche schon geplant habe, dass ich keinen Bock mehr habe. Sondern das heißt, ich weiß, er hat Kinder. Ich weiß, er ist aktuell noch verheiratet. Ich weiß aber, dass es für seine Frau in Ordnung ist, weil die Paarbeziehung in Anführungszeichen ohnehin nicht mehr besteht. Das heißt, ich kann mich darauf einlassen, weil ich weiß, dass Christian ein wertvoller Mensch für mich ist und ich möchte ihn nicht verletzen. Heißt aber nicht, ich durch das Einlassen im Moment garantiere ich, dass ich die nächsten 100 Jahre zur Verfügung stehe. Weil das kann ich nicht wissen in dem Moment. Ich weiß aber, ich will ihn nicht verletzen. Ich weiß auch, ich habe nicht vor, ihn nur einen Tag zu sehen, sondern ich merke, da ist was. Ich merke, ich habe Lust, diese Verbindung zu leben, also tue ich das. Ohne Verpflichtung und auch ohne zu sagen, morgen bin ich weg. Also zusammenfassend, in dem Moment, in dem man gerade ist mit der Person, einfach klar kommunizieren, was man empfindet, wo man gerade steht, was für eine Relation man hat mit der Beziehung, aber nichts manipulativ in die Zukunft projizieren oder ähnliches, sondern wirklich ganz klar, auch wenn es vielleicht hart klingt für viele, die es vielleicht noch nicht so häufig gemacht haben, dieses offene Kommunizieren oder dieses Commitment zur Offenheit, finde ich sehr spannend, was du gesagt hast, Christian, sondern wirklich einfach sagen, was gerade ist, wo der Stand ist und auch wenn man nicht gerade die Schmetterlinge im Bauch, siehst du, so viel bin ich mit dem verbunden, die Schmetterlinge im Bauch spürt, das einfach kommunizieren, aber sagen, dass man eine Verbindung als Beispiel hat. Genau, und wenn es halt nicht so ist, dass man dieses Commitment hat, also Commitment zur Offenheit schon, aber dieses Commitment, dass es auch längerfristig ist, kann man das ja auch genauso sagen. Ich finde dich wahnsinnig nett. Ich empfinde gerade körperlich echt viel für dich. Würde mich freuen, wir verbringen die Nacht miteinander. Für mich heißt das aber nicht, dass daraus danach eine Beziehung entsteht. Und dann kann das Gegenüber ja damit umgehen und sagen, okay, passt für mich oder passt für mich nicht. Ich glaube, wenn man ehrlich ist und den anderen einfach die Möglichkeit gibt, zu wählen, ja, und informiert zu wählen, ich glaube, das ist der Trick dahinter. Ja. Ja, oder auch zu sagen, du, ich weiß nicht, mir geht es gerade XYZ. Deswegen ist das für mich alles ein bisschen kompliziert, aber ich habe jetzt irgendwie so ein spontanes Gefühl, das passt mit dir jetzt gerade, ja, dann kann man das auch kommunizieren und den anderen das dann wählen lassen. Und wieder was total wichtig ist, ich glaube, dass ja das Gegenüber ja auch, also wir hören ja alle die Dinge natürlich auch tendenziell, wie wir sie hören wollen. Ja? Also selbst wenn du jetzt ganz klar und so weiter Dinge aussprichst, kann es ja immer noch so sein, dass das Gegenüber quasi die Dinge anders hört oder anders hören will. Ja? Und da ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, niemand ist bitte dafür verantwortlich, ja, was sich jemand anderer in seinen Kopf ausreimt, ja? Also was da für Filme abgehen. Mhm. Ja? Weil die Filme, die in unser aller Köpfe abgehen, sind geprägt von unserer Kindheit und von sonstigen Dingen. Ja? Und definitiv nicht von unserem Gegenüber. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Ja, dazu kann ich direkt ein Beispiel sagen, damit es leichter vorstellbar ist. Ich hatte zum Beispiel bei einer Beziehung mit einer Frau, die ich geführt habe, überhaupt keine Idee davon, dass ich mit ihr zusammenkommen würde. Das ging deutlich von ihr aus. Ich habe mich darauf eingelassen, weil es in dem Moment gepasst hat. Und ich habe aber ganz klar gesagt, ich bin gerade super schlecht drauf. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie ich die nächste Woche überstehen soll. Also ich habe wirklich kein Interesse an der Beziehung. Und sie hat dann aber verlangt von mir, dass wir das als Beziehung definieren, weil sie gesagt hat, ohne Definition kann sie das nicht. Und das ist komplett schiefgegangen. Wahrscheinlich aus dem Grund, dass es ja sofort in eine Definition gepresst wurde, die für mich überhaupt nicht gepasst hat. Also ich habe gesagt, ich will das nicht. Ich habe gar keine Lust, das zu definieren. Ich weiß gar nicht, warum. Und sie hat gesagt, ohne das geht's nicht. Und das wäre meine Verpflichtung gewesen, natürlich zu sagen, dann mache ich es nicht. Konnte ich in dem Moment aber nicht, weil ich Angst hatte, allein zu sein. Und es ist aber trotzdem komplett schiefgegangen, weil ja die Basis überhaupt nicht gestimmt hat. Das ist auch ganz spannend. Also was du gerade gesagt hast, oder vielmehr Christian,
Ist auch ganz spannend, das habe ich dir gesagt am Wochenende mit Clara auch, dass wenn mir jemand sagt, du, ich stehe voll hinter dir, also zu mir, wenn jemand mir zu mir sagt, Lennart, ich stehe voll hinter dir und keine Ahnung was, vertraue mir oder so, dann sage ich, also ich höre das auf einer intellektuellen Ebene als Beispiel, aber auf einer emotionalen Ebene denke ich mir immer noch, okay, also ja, schön, dass es gesagt hat, aber no way, dass ich ihm vertrauen kann. Also das ist bei mir absolut noch Stand der Dinge irgendwie. Ne? Also ist ganz spannend. Und auch da gibt es, glaube ich, einen aus meinen Coachings mal rausgenommen, vielleicht auch ganz spannend zu mitnehmen. Das war damals der nicht beantwortbare Satz oder nicht beantwortbare Frage. Und es gibt bei vielen Menschen, glaube ich, oder zumindest war das in dem Coaching sehr präsent, dass diese Frage oder dieser Satz immer wieder gleich beantwortet wird. Und bei mir war es zum Beispiel I love you and you are great oder irgendwie sowas. Also irgendwie ich liebe dich und du bist hochbegabt oder irgendwie sowas, ne? Wunderbar. Irgendwie sowas. Ja, genau, also ich liebe dich und du bist hochbegabt oder so, ne? Also ja. Was prinzipiell schon irgendwie auf mich auf einer intellektuellen Ebene vielleicht zutreffen könnte. Aber diese Sätze höre ich halt nicht. Also ich höre die nicht. Und das ist ganz spannend, weil ich glaube, das haben relativ viele auch das, oder vielleicht können die Zuhörer oder vielleicht ja auch, keine Ahnung, einfach mal gucken, welcher Satz nicht beantwortbar ist. Also dieser Satz zum Beispiel ist für mich nicht beantwortbar. Das ist ganz, also... aber das hat ja dann etwas mit dir, also mit Selbstliebe zu tun quasi, oder? Das ist ein Thema, wo wir noch gar nicht drauf eingestiegen sind. Das habe ich oben auch noch stehen. ist ja dieser alte Ding wahrscheinlich auch ein bisschen abgedroschen. Ne? Ohne Selbstliebe keine Liebe für anderen und so. Ne? So wie du dich liebst, liebst du andere und so. Voll, absolut. Ich kann es aber bestätigen, weil es hat tatsächlich erst mit Christian so funktioniert, dass ich dieses Commitment hatte, weil ich dann zu mir selber gefunden habe. Also alles davor war auch schön irgendwie und bereichernd und hat mich in dem Moment irgendwie weitergebracht oder zumindest mir die Erkenntnis geliefert, wie es nicht funktioniert. Aber es gehört auch schon dazu. Ja, ich glaube auch, dass das ein gutes Thema ist für eine generelle Folge nochmal oder so, weil das ja wirklich vielen Menschen wirklich sehr schwerfällt. Und deshalb auch immer wieder Beziehungen entstehen, in denen sich Menschen ausnutzen lassen und die dann diese Erfahrungen mitnehmen und dann das auf alle anderen Beziehungen projizieren und denken, Beziehung ist immer blöd. Oder Beziehung heißt immer, ich opfer mich für den anderen auf, ich mache alles, aber es kommt nichts zurück. Ja, also Abhängigkeiten und Muster. Ich meine, ich sage mal ganz banal, die Wahrscheinlichkeit, dass du als Frau, ja, die in ihrer Kindheit... ich sage mal, wenig Respekt von ihrem Vater bekommen hat, weil zum Beispiel der Sohn, also der Bruder, der Wichtigere war und sie eh nur das dumme, hübsche Ding war, ja, die wird tendenziell, wenn sie damit nicht umgeht, dementsprechend Männer anziehen, die genauso drauf sind. Ja. Ja, also, oder jemand, der Missbrauch erlebt hat in der Kindheit, wird in der Beziehung höchstwahrscheinlich wiederum Missbrauch erleben. Kommt in allen möglichen Formen, ja, also Missbrauch, ne? Das kann ein emotionaler Missbrauch sein, wie auch immer, ja? Also das sind einfach die Themen, die man da auflösen sollte. Ja, und vielleicht können wir eine Podcast-Folge dazu machen, mit einer Anleitung zum Auflösen. Ja, auf jeden Fall. Während des Zuhörens. Interaktiv. Frage ist für mich vielleicht, um das Thema für heute zumindest abzurunden, ja? Ist, weil es kommt immer wieder, ne, auf den Ursprung zurück, wie kann man, Christian, du hast ganz konkret vorhin auch ein Beispiel erwähnt mit deiner Mutter, wie kann man eine Beziehung zu Eltern in Anführungszeichen kappen? Also wie kann man energetisch da rauskommen? Hast du da irgendwelche Tipps vielleicht für unsere Zuhörer und für mich selber? Mhm. Geht es da generell um rauskommen oder geht es da darum, die Verbindung fließend energetisch rund zu machen? Naja, beides. Also ich würde sagen, also der erste wichtige Punkt ist einmal, dass man die Bereitschaft hat, sich das anzuschauen. Also zu erkennen, daran liegt zu erkennen, also ich sage mal, wann immer eine Beziehung nicht funktioniert, ja, oder wann immer Probleme reinkommen, ist der erste sinnvolle Blick auf seine eigene Kindheit. Das ist einmal prinzipiell so. Und wenn man das tut, ja, und dann einmal drauf schaut, was waren denn da eigentlich für Dynamiken, ja, dann glaube ich, ist schon mehr als die halbe Miete passiert. Ja. Weil allein, dass ich das quasi entdecke, ja, und aufdecke sozusagen, löst sich ja schon sehr viel an Energie. Ja. Und dann könnte man sich anschauen, vielleicht auch mit jemandem, ja, wie man dann diese Dynamik auflösen kann. Und meistens ist es sehr gut, dass man quasi die energetische Verbindung zu den Eltern dann irgendwie kappt, also dass man nicht so in dieser Resonanz mehr drinnen steht und da total getriggert wird davon. Aber das ist jetzt ein bisschen schwierig,
in so einer Kurzfassung zu sagen. Aber es geht im Prinzip um Auflösung, also um Entkoppelung. Das ist das Wichtige, dass man nicht mehr in diese Resonanz reinfällt. Vielleicht wäre es erstens gut, sich einfach deutlich zu machen, was genau ist es denn, was mich triggert? Was genau ist es denn, was mich immer wieder in Beziehungen davon abhält, frei zu sein? Oder was verbinde ich mit meiner Mutter? Was verbinde ich mit meinem Vater? Was mich irgendwie noch beunruhigt oder was mir nahe geht oder wo ich merke, da bin ich nicht so frei, wie ich sein möchte. Und wie siehst du das oder wie seht ihr das vielmehr spirituell gesehen? Weil du hast gerade gesagt, man muss immer quasi in die Kindheit zurückgehen und so weiter und so weiter. Wenn man das jetzt ein bisschen spiritueller sieht, dann gibt es ja irgendwie karmatische Sachen und so weiter und so weiter, dass man vielleicht irgendwann mal, was auch immer, in vor 150 Leben mal irgendwie 700 Frauen ausgerottet hat oder was auch immer. Wie seht ihr das? Ist das auch ein Thema, wo man rangehen sollte? Absolut. Oder ist es tendenziell einfach so, dass man sagt, okay, Bums, Kindheit, das war sowieso die spirituelle Aufgabe hier für dieses Leben, wo ich rüberkommen muss, was ich lernen muss und let's go. Also Leben ist für mich wie eine Zwiebel, ja, altbekannte, also man, wenn man sie schält, weint man, ja. Und das ist gut, das löst sich ja was. Also für mich ist absolut, also das Karmatische und das sozusagen Spirituelle ein absolutes Thema, weil ich kann das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass, also hatte ich auch solche Beziehungen, wo da einfach Dinge gelöst werden wollten. Ja? Und trotzdem ist aber auch, vielleicht hat nicht jeder dazu Zugang, oder denkt sich jetzt an so einen Schwachsinn, aber es spiegelt sich ja das auch schon in der Kindheit wieder. Also es spiegelt ja immer alles wieder. Ja. Insofern kann man da mal ganz locker auf diesem Planeten und in diesem Leben hier und jetzt anfangen. Und die Empfehlung wäre unsererseits schon, dass man dann auch weiterschaut. Ja. Aber schon allein, wenn man das einmal hier und im Hier und Jetzt macht, ja, ist man schon einmal Lichtjahre vor der großen Masse. Ja. Und es wird dann sicher besser gehen und man wird sicher Dinge erkennen, die einen wahnsinnig gut tun werden und die man dann auflösen kann. Ja. Und du löst das ja nicht nur für dich selber auf, sondern auch für deine Eltern. Also dadurch, dass dir etwas bewusst wird, wird es denen ja auch bewusst. Vielleicht nur unbewusst, aber es wird trotzdem bewusst. Also es kommt für alle Menschen etwas ans Bewusstsein, was hilfreich ist. Womit wir wieder bei der Bannister-Meile sind, nicht? Also genau. Das ist nämlich genau der Punkt, um den Bogen zu spannen von Anfang. Also wenn jetzt du was auflöst, Lennart, in deiner Beziehung und da etwas in die Freiheit und in die Leichtigkeit reinkommt, dann öffnest du einen Kanal, ja, der eigentlich jedem Menschen, der lebt, zur Verfügung steht. Ja, das klingt zwar jetzt so ein bisschen abgehoben, aber es ist tatsächlich so. Ja. Weil wenn es nicht so wäre, würde sich hier nichts weiterentwickeln. Tja, sehr schön. Schöner Abschluss, würde ich sagen. Ich habe noch einen schönen Spruch von der lieben Daniela, den ich sehr, 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 sehr passend fand. Der ist von Steve Maraboli. Und zwar sagt der Steve Maraboli, ich finde den besten Weg, jemanden zu lieben, ist, ihn nicht zu verändern, sondern ihm zu helfen, die größte Version von sich selbst zu enthüllen. Die Worte, die jetzt, wie gesagt, von der lieben Daniela kamen, waren, ich finde, gelebte Liebe ist, wenn man den Menschen, die man liebt oder die man liebt, zu einer besseren Version ihrer selbst verhilft und das tut. Okay. Also, das war jetzt gerade. Anyways, long story short ist eigentlich nur, dass es darum geht, zumindest in der Übersetzung dieses Spruches, dass man der anderen Person versucht, in die höchste Version seines Selbst zu gelangen. Und das ist auch, wenn man erkennt, bei der anderen Person als Beispiel, dass es viel besser wäre, wenn du zum Beispiel, Christian, weil ich dich so liebe, dass du viel weniger Kontakt gerade mit mir hast, als Beispiel, und du dich mit meinetwegen 2 Wochen nicht meldest, dann bin ich nicht böse auf dich, weil ich denke, jetzt meldet sich dieser Mistkerl nicht, sondern ich liebe ihn und freue mich für dich, dass du Zeit für dich findest in der halben Stunde abends, wo du jetzt die ganze Zeit durcharbeitest und dich noch nicht bei mir zusätzlich meldest, damit du mir sagst, dass ich dich mag und was auch immer. Genau. Und das Ganze... Ich finde das ein geniales Beispiel, weil lass uns dann noch ein bisschen das Extremer bringen, damit die Leute wirklich verstehen, was wir meinen. Es kann sein, dass das Beste und das Schönste und das Krasseste und Liebevollste, was du einem Menschen geben kannst, ist, dich von ihm zu trennen. Mhm. Ja? Also ich behaupte, und nachdem die Maria unsere Podcasts auch hört, weiß ich ja, dass sie das hören wird und sie kann ja irgendwann dazu was sagen. Ich sollte noch eine Folge mit der Marie machen. Ja, also die Marie wird ziemlich sicher sagen, dass seitdem wir halt nicht mehr in dieser reinen Paarbeziehung sind, ja, und seitdem sie einfach
viel mehr für ihr eigenes Leben wieder selbst verantwortlich ist und eben nicht mehr der coole große Typ da ist, der irgendwie alles eh regelt, ja, dass ihr Leben massiv an Qualität gewonnen hat und dass das für sie einfach das Beste war, was eigentlich hat sein können. Ja. Das klingt irgendwie, also es, ich glaube, in vielen Ohren von vielen Menschen kann das zynisch klingen, ja. Aber was bringt denn das, wenn du weißt, du hältst an anderen Menschen in der Abhängigkeit? Wenn du weißt, allein deine Präsenz, ja, tut etwas mit ihm, dass er oder sie aus sich irgendwie rausgeht, ja, und nicht in seiner stärksten, ihrer stärksten Version ist. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das hilft, glaube ich, auch, dass man, wenn man sich, man spürt oft, man muss sich jetzt irgendwie trennen, zumindest in diesem Leben, ja. Und ich glaube, das hilft, dass man einfach schaut, ja, was passiert denn mit dem anderen Menschen? Mhm. Und wenn du spürst, dass das etwas ist, was den anderen eigentlich weiterbringt, dann bitte nicht zögern, weil das ist das größte Geschenk, auch das liebevollste Geschenk, was man jemandem machen kann. Hari Om. Auch was man sich selber machen kann, natürlich, klar. Was sagst du, Clara? Ich habe es verstanden gerade. Auch was man sich selber machen kann. Danke, ja. Clara. Ja, und noch etwas zum Abschluss, weil du die Daniela erwähnt hast, ja, das ist unsere letzte Folge, ja. Die Daniela kann in meinen Augen etwas extrem gut, also das ist wirklich schon Großmeisterin drin, nämlich im Moment zu sein. Ja. Und wie wir schon gesagt haben, im Moment zu sein oder nur im Moment zu sein, bedeutet ja nicht, dass man dann irgendwie, also, wie soll man sagen, unverantwortlich umgeht mit dem anderen Menschen, aber wenn du den Moment als Perle betrachtest. Und wenn du dann sagst, dass, also jeder Moment ist dann eine neue Perle, also wie eine Perlenkette. Und du springst quasi von Moment zu Moment und bist ja natürlich immer im Moment, ja? Dann wüsste ich gar nicht, wie man jemanden verletzen sollte, weil wenn ich total im Moment bin, total bei mir bin, dann bin ich ja nicht in der Angst der Vergangenheit oder der Angst der Zukunft und werde ja dementsprechend ehrliche Aussagen treffen. Ja? Und dann gibt es eigentlich überhaupt keine Gefahr und auch keine Notwendigkeit, nachzudenken über, wie könnte eine Beziehung in einem Jahr sein. Ich habe noch nie mein Leben, ganz ehrlich, mit irgendjemandem von meinen Partnerinnen nachgedacht, was könnte denn morgen sein. Diesen Gedanken gibt es nicht, weil im Moment ist es, was ist. Und ich genieße den Moment oder manchmal genieße ich ihn auch nicht. Ja? Aber da muss man damit dealen. Ja? Und ich glaube, das ist etwas, was für mich so abschließend noch, auch um diesen Bogen wieder zu Daniela zu spannen, weil mich hat das wahnsinnig fasziniert, also wie das auch, das ist ja nicht nur Worte, die sie da hat, sondern das spürt man bei ihr, ja, dass sie es auch lebt. Das ist in diesem Moment sein. Weil im Moment sein, ja, ist die, also ich glaube, wenn es Alchemie gibt, ja, also wenn es, ja, also ist nicht, dass man also Metall in Gold verwandelt, sondern dass man schafft, immer im Moment zu sein. Das ist die größte Alchemie, die man schaffen kann, glaube ich, in dem Leben. Jo. Schön. So ungefähr. So halt. Cool, alles klar. Ja, dann abschließend an der Stelle ganz lieben Dank für das Gespräch, Christian und Clara, für die Offenheit. Danke, Lennart, für die Offenheit. Absolut. Und für die Fragen. Genau, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr schaltet wieder ein, empfehlt den Podcast euren Freunden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Mensch ungefähr auf diesem Planeten, zumindest in Deutschland, der die Sprache versteht, oder Österreich, Schweiz, wo auch immer auf dieser Welt Deutsch sprechen kann, den Podcast ziemlich sicher anhören könnte und dann einen Mehrwert draus ziehen könnte. Von daher teilt ihn und ja, habt ansonsten einen schönen Tag und seid glücklich. Ne? So ist es. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, macht's gut. Ciao.